Oh, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Yo, wir haben jetzt in zwei Folgen hintereinander weg neue Tainted Characters freigeschaltet. Und ein von diesen Boys, einmal Tainted Cain und einmal Tainted Judas, werden wir heute im Greedier Mode spielen. Und ich werde wieder eine Münze werfen. Dann ist es mir eigentlich relativ egal, welchen davon wir jetzt als erstes testen. Beide kenne ich schon aus dem Stream. Aber wir haben mit beiden eigentlich noch nichts wirklich gerissen. Also, Kopf ist Cain und Zahl ist Judas. So, ne? Bam. Zickel. Geil. Nochmal. Bam. Warte, ist es? Es ist so schwer zu erkennen, ey. Aber es ist Zahlus Malus. Na klar. Kopf war Cain, Zahl war Judas. So rum, ne? Gut, dann gehen wir jetzt mit Tainted Judas in den Greedier Mode und haben Spaß. Der macht nämlich wirklich Spaß. Ich fand den cool. Wir nehmen auf. Es ist doch alles so geil. Euer Seed 7SDEVHK3. Verhandlungsklasse 3 oder was? Also. Schon mal ein HP up, ist doch in Ordnung, ey. Wir haben sogar 5 Euro, können also direkt in unseren Item Room. Oh, ich sehe gerade. Es ist quasi wie Dark Judas, bedeutet also, HP-Ups verwandeln sich einfach in schwarze Herzen. Ja, okay, dann ist das quasi die Schwierigkeit an ihm. Also wie Blue Baby, nur besser. Dann gehe ich hier trotzdem nochmal rein. So. Bond of Steel. Okay. Warte mal, also unsere Fähigkeit ist halt da unten Dark Arts. Also man sieht es unten rechts. Ich sitze da gerade drauf, aber ich gehe mal ein Stück zur Seite. Oder was? Und das kann ich halt benutzen mit R1. Dann geht er quasi in so einen Shadow Hunter Modus. Da sind wir ein bisschen schneller. Und was hat er denn da vorne hängen? Achso, das wäre das Herz, okay. Und alle Gegner, die wir dann derzeit berühren, werden dann irgendwie so Damage bekommen. Also ja, ist schwer zu erklären. Aber ich weiß nicht, ob man damit sogar aus dem Curse Modus wieder rauskommt. Kommt man, okay. Sick. Dann haben wir hier Chaos, was halt richtig geil ist. Und ich glaube, das kaufe ich auch. Dann machen wir heute mal einen schönen Chaos-Run, oder? Bin ich dabei. Dead Sea Scrolls, alles klar, ey. Dann machen wir das. Okay, ich zeige euch, was ich meine. Also, R1, zack, zack. Bam. Das ist schon ganz cool. Und das lädt sich dann halt wieder auf, ne? Dead Sea Scrolls sind halt random Spacebar-Items. Bam, 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 bam. Oh, das gibt mir sogar ein Damage ab. Für den Moment. Das ist schon geil, oder? Das ist schon geil. Hallo. Hallo, stirb. Zan, zan. Ich weiß nicht, ob die immer zu 100% sterben oder ob das einfach nur im Endeffekt Damage macht. Ich glaube, die sterben halt komplett, ne? Spider-Butt. Oh mein Gott, ja. Dead Sea Scrolls. Oh, voll daneben. Dead Sea Scrolls richtig am Pogchampen. Schon wieder Best Friend. Lame. Lame. Also gerade so Gegner wie Larry. Also Leute mit Segmenten. Haben, glaube ich, gar keine Chance gegen uns, oder? Obwohl ich gar nicht so genau weiß, wie das bei Bossen überhaupt funktioniert. Werden wir ermitteln. Wir ermitteln das. Crack. Nee, Deck of Cards. Zack. Oh nein, ich habe R1 gedrückt, aber es war noch gar nicht ready. Naja. Gut. Wir machen mal erst weiter. Haha. Oh mein Gott. Das war fast ein klassischer Fall von wer zuletzt lacht, ey. Gut, also allzu viel Damage macht es nicht. Ich frage mich, ob es mit unserem... Oh, Doctor's Remote. Ja, komm. Nein, voll daneben. Oh mein Gott, wir werden sterben. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, ne? Ans Timing etc. Oh, ist das... Ja, ich bin tot, ne? Ich bin halt hart gestorben, aber das ist okay. Das ist okay, wir machen das nochmal. Es ist eine neue Mechanik, ne? Neues Feature quasi. Mann, war das peinlich, ey. Der schöne Chaos Run. Yeet. Jetzt aber Balls of Steel. Full health. Ist okay. Okay, also dass Cursed Rooms umsonst sind, ist schon mal wirklich big.
Dieses Mal haben wir Jesus Juice und die Red Candle. Also Jesus Juice Damage Up ist okay und Range Up. Red Candle ist natürlich eigentlich immer nice. Naja, machen wir mal. Diesmal können wir uns den Item nicht direkt leisten. Aber das wäre ja auch zu viel des Guten irgendwo, ne? Ja, ich muss mich halt an das Timing gewöhnen. Ah. Ja, je dichter die zusammenstehen, desto einfacher ist es natürlich auch hier zum Beispiel. Oh! Ja, ja, ja. La la. Es fühlt sich, oh mein Gott, fühlt sich auf jeden Fall schon sehr, sehr geil an. Ich glaube, wir sind halt, also, ja klar, wir sind unverwundbar in der Zeit, wie wir es benutzen. Das heißt, wir können es sogar zum Dodgen nehmen und sowas. Das ist schon geil. Zack, zack. Diesmal hat es die Leute nicht gekillt. Warte mal, verteilt das vielleicht, also ist es immer so ein Set Amount of Damage, der sich halt verteilt, je nachdem, wie viele Leute du anhittest? Kann das sein? Ja, down, down, down. Naja. Wir werden es schon noch rausfinden. Oh, geil. Babum. Oh mein Gott. Ah. Gut, es läuft doch. Ich hole mir einen Schlüssel. Und dann geben wir uns erstmal ein schönes, saftiges Item, oder? Ja, so machen wir das. Und dann gleich noch Jesus Juice hinterher. Und dann sind wir doch alle happy. So, es ist natürlich absoluter Schmutz. Aber hey. Ist okay. Eigentlich müssen wir mit einem Charakter wie ihm auf Devil Deals gehen, ne? Statt Angels. Aber ich würde halt schon gerne. Weil, naja, wir haben halt ein HP-Problem. Wir haben ein HP-Problem. Und werden es auch die ganze Zeit haben. Oh mein Gott. Es kann sein, dass wir einfach gleich wieder sterben, ne? La 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 la. Gut, rippi rippi. Ah. Hören Sie auf. Ja, 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 einer gone, einer gone. Ich fühle mich nicht wirklich stark, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Jesus Juice. Oh, glaseye.com wäre auch geil, aber ich weiß jetzt nicht, also ob ich mir. Hau ich mir den Devil Deal zu? Ich guck mal erstmal, was hier abgeht. War da oben eine Bombe? Nee. Haben wir vielleicht Glück und mit einem Reroll kommt eine Bombe? Nein. Gut. YOLO. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Hohoho, da haben wir aber schnell gedrückt. Und bitte hören Sie doch einfach auf, alles voll zu splashen hier. Ah. Okay, easy going. Gehe ich zumindest mal gucken? Ich glaube, ich gehe zumindest mal gucken. Vielleicht Abaddon oder sowas. Ah. Lusty Blood ist natürlich big, big. Pentagram gibt mir keinen Blackheart, ne? Damn. Dann kann ich tatsächlich nichts nehmen davon. Oh Mann. Aber das tut weh. Das ist traurig. Weil das, also Lusty Blood ist halt schon wirklich big im Greedier Mode. Aber naja, es nützt ja alles nichts. Kann ich mir nicht leisten, dann bin ich tot. Na gut, dann lassen wir das Schicksal entscheiden. 50-50 auf Angelo und Satanus. Mal schauen. Sun. Naja, naja.
Das ist schon echt geil. Bisschen gay, bisschen gay. Oh, Candy Apple. Was war das denn nochmal? Oh nein, du Drecksau. Candy Heart, so rum. Healing Red Hearts. Ja, okay. Eigentlich schon cool. Aber mit ihm halt bringt nichts, ne? Bringt halt gar nichts. Wir können keine Red Hearts bekommen. So, Black Lotus ist gut. One Health, One Soul Heart und ein Black Heart. Also eigentlich müssten wir jetzt 3 Black Hearts bekommen, oder? Achso, Soul Hearts gehen auch. Okay, okay, okay. Speed. Ist natürlich gut. Dann sind wir jetzt ziemlich schnell mit Dark Arts. Okay, dann Attacke. Oh, okay, okay. Wir machen also, wir killen die nicht One-Shot, sondern es ist wirklich einfach Damage, den wir dann mitmachen. Ja, das ist natürlich jetzt schon wieder Schweinebäcke hier. Ah. Oh. Nicht mal so eine Spinne hier. Wird ge-one-shotted. Aua. Ha! Gut. Ja! Das ist schon echt satisfying, wenn man da so viel auf einmal trifft. Ist geil. Ich mag das. Aber ist auch gefährlich. Sansan. Shishi Sansan. One Piece, Zorro. Hä, wieso war das so schnell vorbei gerade? Ich hab R1 gedrückt und es war instant vorbei. Schade. Das war unnötiger Damage einfach. Sansan. Yeah. La 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 la. Boah. Aufhören. Okay, in der Dark Arts Form sammle ich sogar Au. Kein Geld ein, merke ich gerade. Das ist gut. Das heißt, so vorsichtig muss ich hier oben gar nicht sein. Also, naja, schon ein bisschen, aber. Egal, Mann. Oh. Come on, come on. Holen wir uns ein Item. Range, Shot Speed und noch ein Blackheart. Ja. Also das wäre halt geil. Vielleicht kriegen wir noch ein krasses Item, wer weiß. Aber das ist halt ein Blackheart auf jeden Fall. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein Devil Deal kommt, dann werden wir zumindest einen definitiv nehmen können. Ja. Machen wir mal. Ah. La 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 la. Holy, was? Ist da gerade passiert? Hä? War das ein Bug? Was war das denn? Oder habe ich hier irgendwas an Dark Arts noch nicht so ganz richtig verstanden? Wie ist das passiert? Ich glaube, das war ein Bug, oder? Hä? Wie habe ich das gemacht? Hm. Okay. Crazy. Ja, Angelo. Blood of the Martyr. Okay. Und Monstrance. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Weil je dichter wir an Gegnern dran sind, desto mehr Damage macht unsere Aura. Ist die Frage, ob die auch damaged, während wir in der Dark Arts Form sind. Das ist halt einfach ein Damage-Up. Ein Damage. Und dann würde ich das hier nehmen. Einfach nur für die Wissenschaft. Dammit. Wir sind einfach ein Föhn. Okay, bitte eine Bombe. Bitte.
Gönn einfach mal. Erst doch zum Kotzen. La 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 la. Ich kann aber nicht zufällig da durchlaufen? Nee. Tinted Rock und Kiste, ey, das ist so schade. Aber naja. Was nicht geht, geht nicht, ne? Da braucht man dann auch nicht traurig sein. Das muss man schlocken und dann ist gut. Alright. Noch ein Blackheart. Und da haben wir auch unsere Bomben. Also die Aura bleibt ja bestehen, während wir in der Dark Arts Form sind. Ach, dammit. Ich frag mich nur, ob die dann auch damaged. Machen wir mal. Bumm. Hä? Okay, Geld und ein Key. Hier ist sogar ein Key on Sale, geil. Poison Tears. Naja. Gibt geileres, aber ist okay. Ja. Ist hier irgendwas, was ich unbedingt haben will? Nee. Also vielleicht halt der Cube of Meat? Contact Damage und so? Naja, wir gucken mal. Oh, warte mal. Es sah so aus, als hätte ich Damage damit gemacht. Ja, 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 okay, es funktioniert in der Dark. Okay, dann ist gut. Dann ist doch gut. Dann haben wir eine Synergy. Auch wenn es jetzt nicht übel krass ist, aber... It is what it is. And it is something. Something in the house of my lifetime. Hä? What? Was ist das denn? Ja, wir brauchen mal ein bisschen Damage. Tears up, alles, ey. Super weak. Da war schon wieder. Ich war auf einmal gebremst. Und dann hat er super oft getriggert. Woran liegt das? Kein Plan, ey. Brrt. Ah! Ja. Oder es ist halt einfach so ein Effekt von Dark Arts. Passiert manchmal. Ha! Ey, ja, komm. In mir drin spawnen ist ungeil. Da da dum dum dum. Ha ha ha. Erstmal die Ads wegmachen. Und rein hier. Ja, 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 ja. High Priestess, okay. Kann ich theoretisch gleich benutzen. Wow. Das war die Boss Wave? Ne, die Boss Wave wurde unterteilt, okay. La, la. Muss ich irgendwie länger in denen stehen bleiben oder so? Das macht mir Angst, aber naja. Vielleicht ist das der Way to go. So. Ich guck mal, ob ich mich irgendwie heilen kann. Weil sonst können wir uns schon wieder kein Devil Deal leisten, wenn jetzt der Devil kommen sollte. Das ist doch eine Frechheit, oder? Warum immer nur sowas? Kriege ich damit beide? Oh. Naja, Hangman. Angst, da reinzufliegen, echt. Hangman, ja, ist okay eigentlich, ne? Ist okay. Könnte ich hierfür die Kiste nehmen. Aber da gibt es bestimmt noch geilere Möglichkeiten. Dann nehme ich hier eine Bombe, weil wir haben zwei Bomben, das passt schon. Alright, alright. Ja, dann würde ich hier rebauen, einfach nur, damit wir uns den Angel, den Devil Deal, wenn es einer wird, eher leisten können. Das gibt uns 5 Bomben. 5 Bomben für 15 Euro. Also ja, eine Bombe kostet normalerweise 5 Euro, von daher ist ein guter Deal, aber ach komm, machen wir einfach. Was soll's. Okay, nee, ich hab's gerade verwechselt mit Glitterbombs. Wir hätten dann so halbwegs eine Synergy, dann brauchen wir nur noch Dr. Fides und dann ist alles cool, ne? Ja, aber ich brauche ja schon irgendwie HP, ne? Da. Oh, das wäre auch geil. Ja, okay, dann...
ich weiß doch auch nicht. Hoffen wir einfach mal, dass Angelo jetzt kommt, oder was? Ich will das haben. Secret Rooms sind schon echt wichtig, ey. Da kann richtig geiler Kram drin sein. Wie zum Beispiel eine Yara halt, ne? Oder eine Perthrow. Oh, die Balls. Alright, dann machen wir mal, ne? Machen wir mal. Oh nein! Er wird mich umbringen. Er bringt mich immer um. Dann blubber. Stirb. Es ist einfach unglaublich, wie stark dieser Mann ist. Echt jetzt. Immer im Kreis, oder was? Ah! Los, komm, hoi! Oh, Alter, wirklich, der macht mir so Angst. Okay, es ist Satanus, dann gehen wir mal gucken. Hier, davon kann ich nichts nehmen. Dann reroll ich, oder? Oder ich reroll Angel. Ey, komm, sowas wie Abaddon oder so wäre geil. Irgendwas, was mir Blackhearts gibt, bitte. Das ist doch kacke! Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Mutter. Oh, nee. Naja. Dann nehmen wir Yara mit. Und haben wenigstens gleich ein bisschen mehr Kohle. Nech? Warte, hol ich mir den Key da oben für 3 Euro? Ach nee, wir haben ja gererollt. Alles cool. Alles cool. Oh Mann, ey. Ich bin nicht zufrieden, wie es gerade läuft, aber... Gibt Schlimmeres, ne? Komm. Ja, Pickle Shots. Okay, das ist gut. Das kostet zwar Speed, aber jetzt kriegen wir auf jeden Fall alle Tinted Rocks. Blackheart ist auch in Ordnung. Ja. Blub. Oh, ich dachte, das geht in die andere Richtung, ey. Wie kackig war das denn gerade? Achso, ich kann noch gar nichts einsammeln, ja, klar. Naja, was soll's, Mann. Ist doch okay. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Battery. Cool. Aber will ich rerollen? Ich glaube, ich würde gerne nochmal rerollen. Irgendwas, was uns so ein kleines bisschen jetzt carried für den Floor, weil wir sind schon echt weak aktuell, ne? Die 7 Tage sind wir weak, ey. Oh, Red Stew. Red Stew könnte wieder geil sein, ne? Ich meine, ja, können wir uns aktuell nicht leisten. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwann nochmal. Ich guck mal, ob wir Crawl Space oder so bekommen. Leider nein, leider gar nicht. Secret Room waren wir drin. Okay. Ne, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt diesen Floor hier. Und... Also wirklich. War hier was drin? Nee, ne? So, dann machen wir mal. Ich versuche halt nichts einzusammeln, weil wegen und Yara und so. Oh mein Gott. Dang it. Ah. Charge mal schneller. Ei. Habe ich schon Münzen eingesammelt gerade? Ich habe es nicht so richtig mitgekriegt. Oh Gott. Ist doch alles voller Creep und so. Er kommt angedasht. Ah. Mutter, wir werden sterben, ey. Wir werden sowas von sterben. Alter.
Das ist Schmutz da oben. Das ist... Oh mein Gott. Ah, wo kommst du denn her? Ah. Gib mir doch alle mal nicht auf den Stang. Oh Gott, bin ich... Wir sind so weak, wirklich. Aha, ich habe so Angst, da oben hochzugehen, ne? Die werden alle schießen, ich werde getroffen werden, hundertprozentig. Was hat mich getroffen? Ich schwöre, ich hab's nicht gesehen, ich sterbe. Wir sterben. Ha. Nun, jetzt du noch, bitte. Komm. Öffne. Gut. Ja, Yara, ich das bisschen jetzt schon, ey. War jetzt schon Angst, ne? 2, 4, 6, 18, 12, 24 Euro. Das macht dann 37. Boah. Oder Yara, ich einfach auf den nächsten Floor dann. Was kann ich denn hier Schönes kaufen überhaupt? Achso, Red Stu, ja genau. Och Gott, ey. Ich brauch Survivability, ey. Nee, komm, ich Yara. Ja, ist halt nicht geil, aber. Ich Yara jetzt hier. Ich gönn mir die Red Stu. Reroll dann ein, zwei Mal in der Hoffnung, dass da Soul Hearts kommen. Komm schnell. Oh, da war der. Bitte! Bitte! Black Candle einfach kaufen sollen. Oh Mann! Naja, dann halt nicht, ne? Ah. La 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 la. Oh Gott, ich dachte, das war's jetzt mit uns. La 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 la. Lauti my hauti, aber natürlich. Unser aller Freund. Ja. Gut. Achso, das war's noch gar nicht. Na gut, dann Freddy, ey. Nee. Das ist ja doof. Treff ich ihn so. Komm nicht an, ne? Doch, ich komm gerade noch so machen. Come on, bitte. Ja. Oh Gott, ist das ein Stress. Mach auf. Angelo, mach was. Ja, yeah, Angelo. Oh nein. Angelo, warum? Warum, Angelo? Das wollte ich doch nicht, Mann. Perché mi pesti i piedi? Es war doch keine Absicht, Angelo Merte. Angelo, mein kleiner Merte, Mann. Gib mir das. Schnell. Nimm. Schmutz, alles Schmutz. Heck of Sex, ey, kein Plan. Ja, komm, nimm. Einfach nehmen. Schnell. Aufmachen. Komm, nehmen wir einfach mal mit. Nehmen wir auch. Und tschüss. Ist das ein Scheiß. Oh, Mutter. Ah. Oh, nee, hab ich vergessen. Hier haben wir Ouroboros noch dabei. Halo Schmelo. Okay, Damage up. Okay. Zack, Bomb. Ja, danke, Angelo, Mann. Angelo. Ist doch geil. Okay, danke, Angelo. Wo geht's hier raus? Oh, yes. Na gut, das brauchen wir nicht. Ich nehm's trotzdem. Weil, why not?
Scheiß mal auf die Pillen. War hier noch irgendwas? Ich leg Ouroboros erstmal beiseite, weil das stresst. Und jetzt Attacke hier. Ja. Sind da gerade einfach die zwei Sisbis sind einfach gespawnt, ne? Ist geil. Ist auch fair. Oh Gott, da oben war Feuer. Also, und Explosion und alles scheiße. Ah, okay, aber langsam läuft der Lachs hier. Danke. Oh. Muss gleich mal Dings Holy Mantle und die Crown resetten. Aua. Ach, wie scheiße ich heute dodge. Cool Devil, man. Gut, wir resetten kurz. Zack, zack. Oh ne, das wollte ich gar nicht. La, 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 la. Und nochmal eine Runde mit den beiden hier. Come on. Cool. Da ist schon wieder passiert. Was ist das? Das ist dann bestimmt kein Bug, sondern das bedeutet irgendwas. Wie macht man das? Angelo? Da waren wir ja schon drin, stimmt. Goddammit. Egal. Cool, ein Zehner. Zehner ist immer gerne gesehen. Oh, Close Call. Red Stu haben wir, glaube ich, jetzt endgültig verloren. Das ist aber auch okay. Halo nehmen wir noch mit. Sty. Warum nicht, Mann? Warum eigentlich nicht? Ah. Stimmt, wir haben ja Holy Mantle jetzt, ne? Fool brauche ich? Brauche ich nicht? Da brauche ich nicht, ne? Nee. Weiter geht's. Oh, heftig. Heftig, schemeftig. Justice. Zack, zack, zack. Achso, Holy Mantle, klar. Und der Rock. Ja, jetzt läuft es langsam. Karten buffen? Ich würde sagen, ja. Strength, okay, okay. Dann nehmen wir jetzt hier drin Strength. Oh mein Gott, sind wir riesig, ey. Ach du Heiliger. Ja. Yeah. Bam. Damn it. Ich bin so im Fokus gerade, ich weiß auch nicht warum. Aus irgendwelchen Gründen habe ich das Gefühl, dass der Run halt echt super schwer ist gerade, obwohl es total läuft. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach unnötig viel Damage getaked habe die ganze Zeit. Also richtig unnötig viel. Gut. Oh, das macht bestimmt Spaß, ey, wenn da ganz viele Teile von dem sind. La 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 la. Yeah! Okay, nur zwei. Ist okay. Oh, kommt noch mehr. Gut, ich hätte noch gerne einen Angelo und noch einen, weiß ich nicht, Spirit Sword oder so ein Sacred Heart oder sowas. Da würde ich mich ja schon sehen, ne? Yeah! Oh, danke.
Okay, Stigmata. Ein bisschen HP ab. Quatsch, ein bisschen Damage ab. Holy Water ist schon cool. 0,3 Damage und ein Soul Heart, aber hier... Ich glaube, Holy Water kann schon echt gut sein. Weil wir die Leute halt damit slowen und so. Andererseits, wir haben ja... Als Star ist ein Damage Multiplier. Ja, das war's auch, ne? Ich glaube, ich nehme erst... Ja, ich nehme Stigmata. Ich nehme einfach Stigmata. 0,8 Damage. Ja, okay. Ist okay. Achso, Secret Room wird ja wahrscheinlich hier unten sein. Vielleicht war da jetzt noch eine Yara oder so. Na gut. Bling. Ich spreng die Brees. Da kam sogar Geld raus. Na dann, Hive Mind bringt uns überhaupt gar nichts. Nehmen wir es aber einfach nur so, damit wir rewarnen können. Also, weil wir ein Sales Pedestal haben. Ich glaube ja, ne? Placebo, ey, bäh. Mystery Gift. Ich will einfach mal wissen, was da gekommen wäre noch. Na gut. Dann gehen wir nochmal Mystery giften im Secret Room. Wavy Cap. Muddys Pilze sind wieder da. Mamas gute alte Pilzi-Subi. Wir sprengen die noch. Vielleicht kommt nochmal Geld raus. Meh. Full Health bringt mir gar nichts. Full Health. Ja, schade, ne? Hätte ja auch der D6 noch sein können oder so. Dann wollen wir mal Fuddy wegmachen, ey. Mhm. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Da, 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 da. Achso, ja, die Crown ist ja auch nochmal ein Multiplier, fällt mir gerade ein. Ich hab gefragt, wo der zweite Multiplier hin ist, aber es war die Crown. So, dann Wavy cappen wir mal ein, zweimal hier. So dreimal geht klar, ne? Dreimal geht klar, rein da. Die Mucke. Wird mir gerade schlecht? Ja, irgendwie schon, ne? Aua! Es ist ja so ekelhaft. Komm einmal noch, ey. Das ganze Geld hier, oh, das ist meiner. Das ist... Hä? Hab mal gesehen, was mich getroffen hat, wieder mal. Oh. Crown ist auf jeden Fall gone. Die Musik, ey. Du Scheiße. Oh ja, die Rockets haben wir auch noch. Ist das widerwärtig, ey. Hört das eigentlich irgendwann auf oder nur in einem anderen Raum? Weil irgendwie scheint das einfach so zu bleiben gerade. Weil die Fire Rate hatten wir bitter nötig. Ja? Oh oh. Yeah! Monstrance alleine reicht, um die zu killen. Das ist cool. Ah, dammit, das war meiner, ey. Frechheit. Come on! Hahaha.
Ja, Phase 1 ist gone. Phase 2. Weg hier. Wo bist du? Da oben. Scheiße. Es regnet Bomben, ich kann das alles nicht mehr. Aha. Nee. So viel Geld liegt hier rum, das ist ja der Wahnsinn. Ah ja, wir haben ja auch noch Head of the Keeper, ne? Eben noch bekommen. Würde ihn mal ein bisschen gerne focussen, aber der macht andauernd irgendeine Scheiße. Oh, ein Zehner, danke, das ist meiner, ey. Oh. God damn it. Ja, das war ein gutes Timing. Oh mein Gott. Hören Sie bitte auf damit. Und gone, ey. Und gone, ey, habe ich gesagt. Oh. Wie viel Geld haben wir in diesem Fight gemacht? Wir sind mit zero Geld da reingegangen. Und wir haben jetzt immer noch 65 Euro. Ach du Scheiße. Oh, es ist so widerlich hier. Moment, ich kann nicht hingucken. Oh. Alles rein da. Was auch immer das bringen mag. Keiner weiß es. Gut, schnell weg hier. Ich halt's nicht aus. Oh. Geil. Ja, komischer Run. Sehr, sehr komischer Run. Auch interessanter Charakter. Im Endeffekt einer der Tainted Charakter, die jetzt keine Challenge darstellen, sondern nur was on top haben. Also ja, du kriegst keine roten Herzen mit ihm, also kein HP, aber da haben wir Blue Baby auch schon das Problem. Zusätzlich hat der dieses Dark Arts Ding, ne? Das ist schon ganz geil. Macht Spaß, ich feiere den Charakter und bin gespannt, was wir so für Unlocks mit dem noch bekommen. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Tainted Kane ausprobieren. Da kann ich euch jetzt schon mal sagen, es wird ein wahrscheinlich etwas längerer Run, weil das ist ein ziemlich langsamer Charakter. Aber er macht Spaß. Naja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder kommt auf Twitch vorbei und sagt mir einfach, dass es euch gefallen hat oder was. Das ist immer noch am allergeilsten. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Darky würde ja wahrscheinlich auch nur sagen, ey. Yo, like und subscribe für mich, denn ich bin hier der wahre Star. Du sagst es, Mann. Bis morgen. Yo, tschö, oder wat? Achso, ja, wie konntest du es vergessen, Mann? Stay cozy. Ich sag das nicht, nee, das ist peinlich, Mann. Revert. Bye bye. Perché mi pesti i piedi?